Gregor? Gregor. Freut mich. Grizzly. Ladies and Gentlemen, this man is a professional mixed martial artist. Die ersten Leute trainieren schon und hier kann man ganz besonders eigentlich beobachten, einmal beim Morgentraining unser Grizzlybär. Wir nennen ihn Grizzlybär nicht nur, weil er so ausschaut, sich so verhält und so riecht wie ein Bär, sondern vor allem, was die wenigsten wissen, ist, dass er mit 3 Jahren von zu Hause weggelaufen ist und inzwischen Bären gelebt hat. Küsschen, habe ich gesagt. Küsschen, hast du gehört, was er gesagt hat? Grizzlybär. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Noch einmal. Rechts gerade, links Leber, links Kopf, Knie dazu. Okay? Geht schon. Nächste Runde. Ich mache jetzt Training. 3 Stunden. Ein bisschen Leute quälen, ein bisschen Leute schlagen. Ja, und so. Hier ist keine Leber, Mann. Hier ist keine Leber. Ja? Leber ist da. Pass. Ja? Vielleicht in Türkei ist Leber hier, weißt du? Vielleicht in Türkei ist Leber hier, aber bei uns ist Leber hier. Aber wenn ich immer. Ich schütze heute Gi-Training. Braunbild, weißt du? Heute machen wir Gi-Sparring mit der Handschuhe. Ich bin der Braunbild. Schitteraffe, komm. 20 Liegestütze, geht schon. Das ist ein Schitteraffe, weißt du? Und ich werde helfen, das sind die Leute, die haben jetzt Vorbereitung. Nichts so nehmen, ja. Was wir hier drehen. Ja, ja, genau, ja. Ja, ja. Der Gregor ist genau seiner. Ja, super, die trainieren auch ohne mich. Da sind ganze Mineralstoffe drinnen, Vitaminen, Magnesium und nach dem Training, vor dem Training, das ist PCA, ja. Wieder komm, vom Wasser. Beim Gregor, komm mal Wasser wieder. Immer wieder. PCA, weißt du? PCA und immer nach dem Training. Das ist stärker wert. Das ist stärker wert. Nein. Schnell. Die brauchen auch die ganzen Mineralen und die ganzen Vitamine, weißt, nach dem Training. Und darum sprühe ich immer mit BCA rein. Ich tue immer mit BCA nach dem Training einschmieren. Komm her, mal so. Wenn du Gewicht machst, benutzt du das auch? Ja, willst du ein bisschen trinken schon? Nein, nein, danke. Ich habe gerade meinen Shake. Danke, danke. Das ist aktive BCA, muss man immer da. Das ist Vortraining und Nachtraining, ja, das ist wieder BCA mit ganzen Mineralen, also das mache ich einfach, dass ich starke Faust habe, ja, immer Nachtraining, immer schmieren da, Bizeps, Trizeps, da, ein bisschen auf Beine, Knie. Schau, aber hör mal zu, wie viel ich ihn bekomme. Schön einschmieren mit BCA, ja. Mit BCA, dass ich nach dem Training
dass sie wieder Regeneration kommen, weißt du? Komm mal her, komm. Das sind MMA-Schatten, Bruder. Schau, schau. Nach dem Training. Anstatt, Bruder, Anstatt. Die Matten auch immer einspielen, weißt du? Mit dem BCA, weißt du? Vor 40 Jahren, das haben wir bei Shaolin-Schule geübt, ja? Und diese Sachen, Beispiel von hier, die Bewegung, Fußbewegung, ja? Wir haben das früher so gemacht, ja? Der Shaolin, von hier schon. Das ist so ein Ball, ja? Was willst du von mir? Weg! Ich kann mit reden, weißt du? Ich fange von hier. Ja. Verstehst du? Ich hab getroffen. Das kannst du nicht. Bin mir sicher. Niemand lass mich rein, oder was soll ich machen? Ich würde dich auch nicht reinlassen. Entschuldigung. He smoked too much weed. Auf jeden Fall, sogar schon weiße Stifthammer. Für den besten Trainingspartner. Danke, Alex, danke. Bist du okay? Ja, bitte. Trainierst du auch? Ja? Ist Alex dein Vorbild? Ja, Alex ist mein Vorbild. Ja. Was ist du Trainierst du nicht? Ich habe euch so vermisst. Ich habe euch vermisst. Wir haben dich auch vermisst. Ja? Schon. Ja? Hast du mich vermisst? Wirklich? Gregor, nicht barfuß spazieren. Jeder wünscht sich einen Bussi von einem Bären.